Hunderttausende sind auf der Flucht. Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Während sie raus wollen, will er rein. Rein in die Ukraine, rein in den Krieg. Es war eine sehr schwere Entscheidung. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, siehst du heute die Geschichte von Denis Pilipczuk. Nach Feiern ist dem 31-Jährigen heute eigentlich nicht zumute, aber er muss. Sein Sohn Christian ist heute 5 Jahre alt geworden. Und da ist noch etwas, wovon er überzeugt ist, es tun zu müssen. Ich habe in der Ukraine meine Großeltern, die Schwiegereltern, meinen Onkel, meine Freunde, die da schon kämpfen. Von hier aus kann ich ihnen nicht helfen. Deshalb will ich mich für mein Land einsetzen. Denis lebt in Lichtenfels bei Frankenberg. Hier sind seine Familie und er eigentlich sicher. Sicher vor Krieg und vor Terror. Und dennoch, Denis' Entschluss steht fest. Seine Frau Christina konnte es ihm nicht ausreden. Für mich ist es sehr schwierig. Seit 7 Tagen schlafen wir kaum. Wir stehen auf und rufen unsere Familien an, gehen schlafen und rufen die Familien an. Er hat sich das in den Kopf gesetzt und ich lasse ihn auch gehen. Ich hoffe sehr, dass er auch wieder zurückkommt. Hier herrscht der Ausnahmezustand. Männliche Staatsbürger zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht mehr verlassen. Alle, die Waffen bedienen können und sich für die Verteidigung des Landes einsetzen können, müssen umgehend zu den Sammelpunkten erscheinen. Und auch Freiwillige aus dem Ausland hat der ukrainische Präsident aufgerufen, sich dem Widerstand gegen die russische Invasion anzuschließen. Diesem Aufruf folgt auch Denis aus Lichtenfels. Ich möchte meinem Land helfen. Ich habe Freunde, die dort kämpfen. Eine Person aus Deutschland, Personen aus anderen Ländern. Wenn die zusammenkommen, kann man mehr helfen. Doch darf man einfach so in den Krieg ziehen? Das schauen wir uns näher an, denn es gibt da Unterschiede. Sich beispielsweise dem Islamischen Staat anzuschließen, ist ganz klar eine Straftat. Der IS ist eine Terrororganisation und diese zu unterstützen, ist verboten. Wer in die ukrainische Streitkräfte aufgenommen wird, gilt als Kombattant und ist damit aus rechtlicher Sicht geschützt. Denn mit der Aufnahme in die Truppe fallen Kombattanten unter das humanitäre Völkerrecht. Als solche müssen sie als Soldatinnen, Soldaten erkennbar sein, ihre Waffen offen tragen und sich an das humanitäre Völkerrecht halten. Sie dürfen Schädigungshandlungen gegen gegnerische Streitkräfte vornehmen und machen sich hierdurch, soweit sie sich an das humanitäre Völkerrecht halten, nicht strafbar. Erst im Herbst 2021 sind die Pilipczuks nach Lichtenfels gekommen, wollten sich hier ein Leben aufbauen. Ihr Vermieter hat die junge Familie ins Herz geschlossen und hat jetzt Angst um den jungen Mann. Du löst dich oder musst jemanden verabschieden, ohne zu wissen, siehst du ihn wieder. Und Pilipczuk sind zwar nur unsere Mieter, aber es sind nebenbei auch Freunde, es sind Nachbarn. Es ist ein ganz komisches Gefühl, was man eigentlich mit Worten nicht richtig beschreiben kann. Seit einer Woche bereits kämpft Denis mit sich selbst. Das war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich meine Kinder, die ich über alles liebe, und meine Frau hier alleine lassen muss. Ich habe versucht, ihm das auszureden, aber es ist seine Entscheidung und ich respektiere seine Entscheidung. Ich werde aber jeden Tag für ihn beten, dass er heil wieder zurückkommt. In den Krieg ziehen, kämpfen, die Heimat verteidigen. Das alles scheint an diesem sonnigen Tag im nordhessischen Lichtenfels sehr weit weg. Seine Kinder wissen nicht, was ihr Vater vorhat und wohin er geht.
Wir haben Ihnen das nicht erklärt. Ich will nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Ich werde Ihnen das später erklären. Irgendwann heute Nacht wird Dennis in die Ukraine aufbrechen. Er wird zu den wenigen gehören, die nicht weg, sondern rein wollen. Rein nach Kiew. Rein in den Krieg. Könntet ihr euch vorstellen, freiwillig in den Krieg zu ziehen? Schreibt uns in die Kommentare.